Hallo liebe Zuseher und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Teil 1 unseres Jahresrückblicks aus 2020 ist bereits seit wenigen Wochen online. In diesem Kurzfilm zeigen wir euch einen Teil unserer Drehs von Anfang März bis Ende Juni im Schnelldurchlauf. In Teil 2 zeigen wir euch die für uns spannendsten Drehs des Jahres, bei denen sowohl Mensch als auch Maschine alles abverlangt wurde. Viel Spaß! Begonnen wird mit Teil 2 Anfang Juli. Einen Tag lang begleiten wir hier den Betrieb Baulitsch in der Getreideernte. In Teil 1 hatten wir euch den Betrieb bereits in der Maissaat gezeigt. Zur Saison 2020 läuft jetzt probeweise ein Klaas Ducano 430 im Fuhrpark. So wollen die Landwirte ihre Ernte zum optimalen Zeitpunkt vom Feld bringen. Nebenbei läuft der Drescher auch überbetrieblich. Ob die Maschine am Hof Zukunft hat, wird sich noch zeigen. Inzwischen neigt sich der Monat Juli dem Ende zu. Höchste Zeit für den zweiten Grünlandschnitt bei Heubetrieben. Kurzfristig wurde ein gleich dreitägiger Filmdreh mit einem Nebenerwerbsbetrieb vereinbart und so ging es am Donnerstagnachmittag zum Mähen. Im Einsatz war der neue John Deere 5085M mit einem Kuhn GMD 600 G2. Der neue 5M wurde erst im letzten Jahr angeschafft und stimmt den Landwirt bisher sehr zufrieden. Hier am Steilhang ist allerhöchste Vorsicht geboten. Ein kleiner Fehler und das Gespann könnte umkippen. Nachdem das Futter einen Tag lang trocknen konnte, wird am Freitag gewendet. Hier setzt der Betrieb auf einen Böttinger Hit 661. Aufgrund des kleinen Kreiseldurchmessers von nur 1,3 Metern kann der 6-Kreisler eine hervorragende Bodenanpassung garantieren. Der erste Tag im August soll jetzt mit dem Einfahren begonnen werden. Vor dem Steyr Hamster 8025 hängt auch heute wieder der John Deere 5085M. Ein Gespann, das wir so noch nie vor unseren Kameras hatten. Geschwadet wird das Futter, wie sollte es auch anders sein, natürlich mit der Technik von John Deere und Böttinger. Der 2250 arbeitet hier am Hang mit Zwillingsbereifung. Im Heck hängt der Böttinger Top 421A. Schon im ersten Teil zeigten wir euch eine solche Maschine hinter einem Massey Ferguson 253. Welches der beiden Gespanne würdet ihr bevorzugen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Der 2250 diente zum Zeitpunkt unseres Filmdrehs nur noch als Zweitraktor am Betrieb. Gegen Ende des Jahres wurde er durch eine weitere Neuanschaffung abgelöst. Mehr dazu erfährt ihr in den nächsten Monaten natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Ebenfalls kurzfristig entschieden wurde der Dreh mit dem Mercedes-Benz Unimog U1600. Er ist hier Anfang August mit der Gülleausbringung nach dem zweiten Grünlandschnitt beschäftigt. Im Heck hängt ein 10 Kubikmeter Fass von Garant Kotte. Eine Woche später sind wir zu Besuch im dritten Grünlandschnitt. Wir haben heute die erste Möglichkeit, seit Beginn unserer Produktionen den Weg der Silage innerhalb von nur 12 Stunden zu filmen.
Begonnen wird gegen 8:30 mit dem Mähen. Hier zu sehen ist der Deutz Fahr Agroton K90 mit einem Frontmähwerk von Kuhn und einem Heckmähwerk von Klaas. Das Gespann bringt es auf eine Arbeitsbreite von knapp 6 Metern. Am Steuer sitzt hier der Landwirt selbst. Während wir dem Deutz Fahr noch beim Mähen zusehen, nimmt am gleichen Feld gerade der Enkel seine Arbeit auf. Er fährt heute den Fendt 275S. Mit einem Klaas Volto 770 und hilft seinem Opa gerne bei der Arbeit am Hof. Die Felder rund um den Betrieb darf er oft schon ganz alleine bearbeiten. Ortswechsel. Wir wechseln die Location und fahren etwa 20 Kilometer in Richtung Judenburg. Hier wartet eine echte Rarität auf ihren ersten Einsatz. Die Rede ist von der neuen Krone Primus 5000, die erst vor wenigen Tagen ausgeliefert wurde. Schon seit Beginn unserer Filmarbeiten begleiten wir die Erntetechnik Steinberger und deren Partnerbetrieben bei verschiedensten Einsätzen mit unseren Kameras. Seit diesem Jahr läuft nun der neue Pelletvollernter für das Lohnunternehmen rund um Rupert Steinberger und die Steinkellner Landtechnik. Inzwischen ist es endlich soweit. Juniorchef Lukas ist am Feld angekommen und wird unter Aufsicht eines Produktspezialisten der Firma Krone die ersten Pellets pressen. Danach ertönt ohrenbetäubender Lärm, als er ins erste Schwad einsticht. Mit 435 PS Nennleistung ist der New Holland D8 das perfekte Zugfahrzeug für die Primus. Mit der Primus kann aber nicht nur Stroh pelletiert werden. Am Feld gegenüber wird probeweise noch Heu gepresst. Doch nun zurück zum Silieren, wo der Landwirt inzwischen die Arbeit mit dem Schwader aufgenommen hat. Der Fendt 275S hängt hier vor dem Klaas Liner 2700. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Kaum sind die ersten Bahnen gezogen, kommt auch schon der Nachbar mit dem John Deere 6210 und seiner Krone Fortima V1500MC, um die Silage in Ballen zu pressen. Der Enkel des Landwirts sitzt auch jetzt wieder auf einem der Traktoren, hier zu sehen am Deutz Fahr Agrotron K90. Mit den Ballengabeln fährt er die Rundballen zur Hochstelle, wo sie dann gewickelt und gestapelt werden. Wir sehen den Maschinen noch eine Weile beim Arbeiten zu und springen weiter gegen Ende August. Knapp 2 Wochen später besuchen wir die Erntetechnik Steinberger erneut. Die Primus hat mittlerweile einige Tonnen Pellets gepresst und läuft völlig problemlos. Die Strohernte ist für den Lohnbetrieb seit Beginn ein wichtiger Geschäftsbereich. Man legt viel Wert auf Qualität und modernste Technik. Weniger modern, aber dennoch spannend ist dieser Fendt Pharma 304 LSA mit einer Rundballenpresse von Velga. Ein befreundeter Landwirt des heutigen Drehbetriebes fährt mit dieser Maschine. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Zwischen Pellets und Rundballen liegen am Feld auch noch einige Quaderballen. Neben Lukas mit dem T8 und der Krone Primus 5000 ist heute auch Geschäftsführer Rupert Steinberger mit einem Gespann im Stroh unterwegs. Er fährt heute einen Fendt 936 Vario mit einer Krone Bigback 1290 HDB VC, der für Arbeitsspitzen speziell in der Strohernte angemietet wurde.
Den Abtransport der Quaderballen übernimmt der Landwirt selbst mit einem Valtra aus der A-Serie. Wir sehen den Maschinen noch eine Weile beim Arbeiten zu und lassen den Tag ausklingen. Gegen Ende des Tages möchten wir euch bei herrlichem Sonnenuntergang noch das Abladen des Pelletvollernters zeigen. Hierzu bringt der Landwirt ein geeignetes Abfuhrgespann zum Einsatz. In unserem Fall einen Fendt 415 Vario mit einem Abschiebewagen von Fligo. Der Fahrer des Abfuhrgespanns muss jetzt genau unter den Ausleger der Primus fahren. Lukas kann dann per Knopfdruck das Entladen starten. Wir bleiben noch eine Weile am Feld und schauen den Fahrern bei ihrer Arbeit über die Schulter. Doch schon am nächsten Tag geht's wieder früh los. Wir sind unterwegs mit dem Agrarservice Enzinger und der Leitner Transporte beim wahrscheinlich spannendsten Silagedreh des ganzen Jahres. Das Agrarservice Enzinger zeigten wir euch bereits in Teil 1 beim ersten Grünlandschnitt. Inzwischen läuft der dritte Schnitt und Gregor Enzinger hat die zweite Neuanschaffung in dieser Saison ausgeliefert bekommen. Der neue Fendt 724 Vario wurde in der Farbe Tannengrün angeschafft. Den zweiten Fendt 724 Vario fährt heute Marcel. Er arbeitet für die Firma Leitner Transporte. Seit März ist er im Unternehmen fest angestellt und kann sowohl mit den zahlreichen LKWs als auch den Traktoren umgehen. Leitner und Enzinger arbeiten eng zusammen und so kommt es nicht selten, dass man die beiden Gespanne hier in der Region häufig gemeinsam sieht. Am Hof arbeitet auch hier wieder die Silo Speed G430, die wir euch schon im ersten Teil gezeigt haben. Gregor Enzinger fährt viel für die Schlauchpresse und hat sich inzwischen gut an die Maschine gewöhnt. Es wird Herbst in Österreich. Viele Landwirte nutzen die letzten schönen Tage noch, um den Tieren das frische Gras bis in den Stall zu bringen. Auch bei Familie Rackel in der Nähe von Neumarkt geschieht dies seit vielen Jahren. Der Landwirt hat seit diesem Jahr den neuen Mähladewagen von Zammet im Einsatz, mit dem er sich viel Zeit und Futterverschmutzung sparen kann. Den ausführlichen Einsatzbericht findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind nun voll im Herbst und zugleich auch in der fünften Jahreszeit der Maisernte angekommen. Für den ersten Tag der Maisernte besuchen wir erneut das Agrarservice Enzinger, das heute am Stadtrand von Judenburg unterwegs ist. Als wir am Feld ankommen, kommt auch Gregor Enzinger gerade wieder zurück vom Betrieb. Im Heck des neuen Traktors hängt heute ein Krone TX 460, der für einen Teil der Maissaison angemietet wurde. Gehäckselt wird heute mit einem Class Jaguar 980 und einem 12-reihigen Maisvorsatz. Ein ungewöhnlich großer Feldhäcksler in dieser kleinstrukturierten Region. An Flächenleistung scheitert es hier sicherlich nicht. Der Class Jaguar 980 ist mit vielen modernen Funktionen ausgestattet, die den Fahrer bei der Arbeit am Feld unterstützen. Beispielsweise kann sich der Häcksler vollautomatisch an den Maisreihen entlangtasten, wodurch sich der Fahrer wesentlich besser auf das Befüllen der Anhänger konzentrieren kann. Apropos Befüllen. Während wir euch den Feldhäcksler ein wenig genauer gezeigt haben, hat sich der John Deere 6155R mit einem Fliegel ASB 180 unter den Turm platziert. Das betriebseigene Gespann ist zwar nicht allzu schlagkräftig beim Jaguar 980, spielt aber dennoch eine maßgebliche Rolle in der Transportlogistik.
Inzwischen ist auch die Königsklasse in der heutigen Transportkette am Feld angekommen. Der Fendt 942 Vario ist Baujahr 2020 und somit erst wenige Wochen alt. Mit 415 PS ist er das Topmodell der neuen 900er Serie, die erst im letzten Jahr vorgestellt wurde. Das Topmodell der Vorgängerserie ist übrigens auch vertreten. Der Fendt 939 Vario hat ebenso wie der 942 einen 60 Kubikmeter Abschiebewagen von Kaweco im Heck. Somit bringen es die beiden Gespanne in Summe nahezu auf die vierfache Leistung vom John Deere 6155R. Zwei Tage später geht's auch schon wieder weiter im Mais. Wir machen uns am späten Nachmittag auf den Weg nach Kärnten, wo einmal mehr die Technik von Klaas im Einsatz ist. Der Jaguar 840 kommt zwar noch aus anderen Zeiten als der 980, für die klein strukturierten Flächen und die engen Straßen ist er aber um einiges einfacher Hand zu haben. Den Transport übernimmt die Firma Wildbulls Agrar mit einem New Holland D7 315 und Strautmann Giga Trailer 4601 DO. Gelenkt wird das Gespann heute von Fahrer Dominik. Inzwischen geht der Tag dem Ende zu, als Gregor Enzinger an der Maisfläche eintrifft. Heute hängt der Krone ZX wieder im Heck, denn schon am nächsten Tag soll um 7 Uhr früh in Neumarkt mit dem Silieren begonnen werden. Für solche Erntespitzen ist der ZX der ideale Kombiwagen. Sowohl zum Transport in der Häckselkette oder als klassischer Ladewagen. Im letzten Tageslicht gelingen uns diese stimmungsvollen Bilder von der Maisernte in Kärnten. Der September neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, die Felder für die herbstliche Aussaat von Wintergetreide vorzubereiten. Hier zu sehen ist der John Deere 6430, den wir euch bereits mit dem Zammet Mähladewagen gezeigt haben. Im Anschluss ans Pflügen soll diese 4 Hektar mit Ritikale bestellt werden. Anfang Oktober sind wir wieder im Mais unterwegs. Auf einem großen Milchviehbetrieb sollen heute knapp 10 Hektar Silomais geerntet werden. Im Einsatz ist die Erntetechnik Steinberger mit einem Krone Big X 700 und einem 10-reihigen Maisvorsatz. Den Transport übernimmt auch heute wieder Sohn Lukas Steinberger mit dem New Holland D8 435 und Krone TX 460. Den John Deere 7830 am Silo fährt heute Andi. Er arbeitet für die Firma Winkler KG, die wir euch auch schon in einigen Kurzfilmen hier auf YouTube vorgestellt haben. Andi fährt gerne am Silo und hat den 7830 gut im Griff. Zusätzlich zum 7830 fährt der Landwirt selbst mit seinem Massey Ferguson am Silo mit. So können zwei Silos parallel befüllt werden und es bleibt genügend Zeit zum Verdichten. Den Fendt 724 Vario fährt auch heute wieder Marcel. Schon seit einigen Jahren fährt er in der Maisernte mit. Die ganz großen Maschinen lenkt er aber erst die zweite Saison. Nach unzähligen Stunden auf seinem Fendt klappt aber auch das schon völlig problemlos.
Am Nachmittag des 9. Oktober geht's wieder so richtig los. Gegen 17 Uhr treffen wir auf einem kleinen Hof eines Erdbauunternehmers an, der hier gerade mit dem Schwaden beschäftigt ist. Im Einsatz ist ein New Holland D5100. Doch dazu später mehr. Nur wenige hundert Meter entfernt fährt gerade der Klaas Ducano 430 seine Bahnen. Er ist heute mit dem Dreschen von Soja beschäftigt. Am Steuer sitzt der Landwirt selbst. Am anderen Ende des Dorfes arbeitet der Mitarbeiter des Betriebes mit einem Valtra N134. Genau diese Maschine haben wir euch schon in der Maisaat gezeigt. Hier hängt die neue Sämaschine von Lemken im Heck. Direkt nach der Maisernte wird hier schon Grünroggen als Zwischenfrucht gesät. Wir fahren weiter zu einer der Maisflächen des Betriebes. Hier arbeitet gerade ein Klaas Jaguar 840, allerdings schon aus der neueren Generation. Leider wird es zu dieser Jahreszeit schon früh dunkel. Wir wollen euch die spannenden Bilder aber dennoch nicht vorenthalten. Einen Tag später sind wir wieder zu Besuch auf einer großen Biogasanlage in Kärnten, wo wir Anfang Mai schon zur GPS-Ernte unterwegs waren. Die Ernte übernimmt auch hier wieder die Erntetechnik Steinberger mit dem Krone Big X 700 und einigen Transportgespannen. Zuallererst möchten wir euch den Lohnbetrieb Grobiunik zeigen, der hier mit einem New Holland D7070 sowie einem D7270 in der Erntekette mitfährt. Im Heck hängt jeweils ein Tridem-Abschiebewagen, der großteils in Eigenregie gefertigt wurde. Am Silo fährt auch hier wieder der John Deere 7830 von Franz Winkler. Gelenkt wird er heute aber von Aushilfsfahrer Lukas. Den dritten Tag sitzt er jetzt hinterm Steuer des 7830 und hat sich schon gut an den Schlepper gewöhnt. Neben Lukas fährt auch der John Deere 8100 am Silo mit. Er gehört zum Fuhrpark der Biogasanlage und ist hauptsächlich für das Verdichten zuständig. Wir fahren nochmal raus aufs Feld, wo inzwischen Lukas Steinberger und Marcel angekommen sind. Die beiden Gespanne haben wir euch in diesem Video schon gut vorgestellt, weshalb wir ihnen jetzt nur noch über die Schultern schauen. Der Monat November geht nun in die zweite Woche und wir sind erneut zu Besuch auf den Flächen der Biogasanlage, wo heute Körnermais gedroschen wird. Geerntet wird mit einem John Deere 670i und einem 8-reihigen Horizon Star 3 von Geringhoff. Die Maschine gehört zur Firma Landtechnik Joran, die neben einer Werkstätte auch mit dem Mähdrescher im Lohn arbeitet. Inzwischen ist es Dezember und die ersten Schneeflocken kommen bis in die Täler. Teile von Österreich sind bereits jetzt tief verschneit und von der Außenwelt abgeschnitten.
Wir im Murtal sind bisher aber verschont geblieben und können unseren ersten Drehtag unserer Winterdienstserie Winterdienst im Naturpark Zierwitz-Kogelkrebenzen deshalb recht entspannt beginnen. Am Nachmittag des 9. Dezember klingelt unser Telefon und schon wenige Minuten später sitzen wir am Valtra N174 von Landwirt Sebastian. Mit seinem 201 PS starken Vierzylinderschlepper ist er einer der vielen Winterdienstfahrer im Naturpark. Bereits mit 16 Jahren hat er begonnen, die Schneeräumarbeit von seinem Vater zu übernehmen und hat dementsprechend schon viel erlebt. Oft sind es die engen Bergstraßen in der Region, die diese Arbeit jeden Tag zu etwas ganz Besonderem machen. Wir fahren weiter zum John Deere 6130R, der in der Gemeinde Neumarkt einen Teil der Streuarbeit übernimmt. Der Schlepper hat zwar schon einige Betriebsstunden auf der Uhr, wurde vom Milchviehbetrieb aber als Vorführer erst wenige Tage vor unserem Dreh angeschafft. Besonders interessant macht den neuen, kleinen 6R die Bedienung mittels Command Pro Fahrhebel. Was sagt ihr dazu? Sollen wir euch diese Maschine mal im Detail vorstellen? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Die Weihnachtsfeiertage sind inzwischen vorüber und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Schon Anfang Oktober haben wir euch den New Holland D5100 gezeigt. Jetzt besuchen wir den Betrieb im Winterdienst. Wir sind mit dem New Holland in Neumarkt unterwegs, um Radwege und Parkplätze vor Lebensmittelgeschäften und Gewerbebetrieben zu räumen. Hierzu eignet sich der 2,80 Meter breite Schneepflug ideal, denn am Radweg müssen oft enge Brücken überfahren werden. Wir schauen dem Gespann noch eine Weile zu und wechseln mit dem Unimog U1600 in das neue Jahr. Das Video vom 3. Jänner des aktuellen Jahres findet ihr übrigens auf unserem YouTube-Kanal. Wir möchten uns nochmal für die vielen positiven Rückmeldungen auf unsere Videos und die tausenden neuen Abonnenten auf den verschiedenen Plattformen bedanken. Eure Nachrichten und Kommentare sind für uns ein tolles Feedback auf über 60 Videos, knapp 7000 Videodateien, weit über 400 Audios und unzählige Stunden Recherchearbeit. Danke, dass ihr alle so gut mitgemacht habt. Liebe Zuschauer, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video einen letzten Einblick in das vergangene Jahr und einige unveröffentlichte Szenen geben konnten. Wir sind natürlich weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Für Infos und Filmvorschläge sind wir übrigens gerne bereit, mit euch Kontakt aufzunehmen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Thank you.